die Bevölkerung und das ist ein Land, das in die Lande kommt. Wir wollen alle hier in Deutschland. Also müssen wir auch gemeinsam auf die Straße gehen. Gegen das Regime, das in Berlin sitzt. Ja? Wir müssen uns nicht um die Regime aufdrücken. Also, wir sind für die Kinder in Arsch und wir für ihre Kinder und für ihre Grenzen auf die Straße. Und wir werden euch das noch gefallen lassen, dass wir diesen Land abgeben. Die Schweizer haben es erfunden. Sicher. Ja. Was haben sie denn für ihn bedingt? Ein Taschenmesser. Säcklimesser heißt das Schweizerdeutsch. Säcklimesser. Dabei wollen wir doch nur leben und frei sein. Wir gehen auf die Straße für Frieden und Gleichheit. Wir überschreiten mit der Liebe zum Menschsein. Und es ist ein Ding der Hoffnung. Gelassen. Moralische Narrative verfasst von Twitter-Bubbles. Ungeimpfte Pfleger, vor zwei Jahren waren sie Helden. Heute werden sie abgemahnt und gekündigt. Wohl keine Feierung. Nicht nur das, letztendlich, ich sehe es an meinem Neffen, die passen sich alle an, weil die anderen haben ein großes Machtpotenzial, weil die mehr zusammenhalten. Das heißt, die sind nicht die Lustigen, weil die Leute sind. Ja? Oder Opfer. Entweder macht ihr mit oder mit Opfer. Toll. Hey!
Ja. Er versucht jetzt zu zeigen, dass er der beste Autofahrer ist. Alles, was gerade berichtet wird, ja, worüber die Fake News Medien nicht mehr schweigen können, ist genau das, was wir seit 2 Jahren sagen. Und wir dürfen jetzt einfach nicht den Fehler machen und uns bestätigt fühlen und uns ausruhen. Und da bin ich mir zu 100% sicher, im Herbst werden auch die, die 2 Jahre lang gedacht haben, oh, das wird schon alles wieder gut gehen, die aber letztes Jahr im Winter gemerkt haben, oh, hier wird ja doch so eine kleine Gesundheitsdiktatur eingeführt. Und dann waren wir ja mit über 2000 Schritten jeden Montag auf der Straße hier in Deutschland. Und diese Menschen und noch viel, viel mehr werden im Herbst wieder zu uns stoßen. Da bin ich mir 100% sicher. Weil ein Herr Lauterbach, der kann es sich nicht verkneifen, im Herbst wieder seine Maßnahmen einzuführen. Lauterbach muss weg! Lauterbach muss weg! Lauterbach muss weg! Lauterbach muss weg! Also wir gehen weiterhin montags und mittwochs auf die Straße. Montags 18 Uhr am Kröpke. Der Termin ist immer safe. Da kann ich auch jetzt schon für Werbung machen. Wo wir nächste Woche Mittwoch hingehen, kann ich noch nicht sagen, aber es wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Und ich hoffe, dann sind wir auch wieder mehr. Wir werden jetzt noch ein bisschen offenes Mikrofon machen, wenn irgendeiner was sagen möchte. Eins vorweg. Die liebe Jutta. Die Jutta, ach da. Die Jutta und ich, warum sind wir überhaupt heute hier am Gustav-Liebe-Platz gestartet? Wir sind ja sonst immer in die Stadtteile gegangen. Also wo wir im Februar angefangen haben, die Demos wieder anzumelden, wegen der Eskalation der Polizeigewalt in den Wintermonaten, da haben Jutta und ich hier unsere erste Demo, die wir jedem selbst angemeldet haben, angemeldet. Und da der Walk to Freedom in die Sommerpause geht, haben wir gedacht, wir machen hier einen Neuanfang. Und da möchte ich auch nochmal vielen Dank an Mike sagen. Danke für die Ordnerbände, Bändchen. Dankeschön! Und wir jetzt, wie gesagt, von der roten Linie, die Jutta, ich und dann noch so einige andere, wir möchten dem gleich, sag ich mal, zuvorkommen, dass so etwas gar nicht erstmal passieren kann. Wir werden das Orgas einfach sagen, wir machen jetzt erstmal Pause. Und deswegen müssen wir uns ein wenig unabhängig und neu aufbauen. Ja? Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns alle dabei unterstützt. Ja? Und wenn im Winter die Maßnahmen wieder hochgefahren werden, dann müssen wir am besten jeden Tag hier Demos anmelden. Und dann verspreche ich euch, wenn ihr eine Demo anmelden wollt, kommt ihr zu mir, dann könnt ihr euch die Technik nehmen und könnt an dem Tag mit der Technik auch demonstrieren gehen. Aber wie gesagt, wir müssen noch einiges machen und wenn ihr uns da unterstützen wollt, haben wir hier vorne so eine kleine Kasse, könnt ihr da was reinmachen, weil ich glaube, die Jutta, diese Box hat 1000 Euro gekostet, da müssen wir jemand ein bisschen was von zurückgeben. Okay, dann überreiche ich das Mikrofon an Tina. Tina möchte was sagen.